Bisschen Licht, ein bisschen mehr Licht, bitte. Hallo, meine Wundervollen. Ja, ich bin ungeschminkt und ungeduscht bin ich auch. Und ich bin überhaupt alles so ein bisschen ungeh. Keine Ahnung, dieser Winter in Berlin macht mich ein bisschen kirre. Ein bisschen schlapp und ein bisschen, die Wege sind so weit, die Stadt ist so laut. Und naja, ich gönne mir heute auf jeden Fall einen Venice-Tag. Ich mit mir. Und meinen Haaren, denn wie ihr sehen könnt, das Lila hat sich nicht von alleine rausgewaschen. Nein, es ist immer noch genauso da, wie es vorher war. Und deswegen helfe ich jetzt ein bisschen nach, damit die Farbe wieder rausgeht, weil so lange wollte ich das gar nicht drin haben. Ich habe mir dafür ein, wie heißt das? Haarfarbenentferner gekauft. Yay! Und hoffentlich funktioniert der. Wir werden sehen. Das Wetter in Berlin ist so grau wie mein Pullover und genauso fühle ich mich auch, irgendwie ausgelutscht und grau. Ich habe diesen Wellness-Tag dringend nötig und wenn du dich auch schlapp und K.O. fühlst bei diesem Wetter, gönn dir auch einen Wellness-Tag, wirklich. Und wenn wir uns gleich wiedersehen, dann bin ich hoffentlich geschminkt und schick und meine Haare werden auch nicht mehr so lila sein. Wish me luck! Okay. Ja, es ist schon der nächste Tag. Es hat gestern voll lange gedauert und dann war das Licht weg. Und ihr erahnt es vielleicht, es ist nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe ja zuerst dieses hier benutzt und danach sahen meine Haare so richtig scheiße aus. Also ich habe keine Ahnung, ob das für braune, schwarze oder Naturfarbenhaare besser funktioniert. Auf meinen Haaren hat es jedenfalls nicht besonders gut funktioniert. Ich sah danach aus wie eine graumelierte Maus. Ziemlich scheiße, die Farbe war... Meine Haare waren so richtig stumpf irgendwie. Ja, und was macht man dann, wenn es nichts geworden ist? Genau, man geht nochmal zu Rossmann. Und holt sich eine Blondierung. Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Und deswegen sehe ich jetzt so aus. Und letzten Endes ist es jetzt doch irgendwie ganz cool geworden. Vielleicht hätte ich einfach von Anfang an die Blondierung da drauf machen sollen. Aber ich glaube, dann wäre das Rot nicht so hell geworden. Jetzt habe ich irgendwie das Pastellfarbene, was ich mir ja vorher gewünscht habe. Und dann habe ich meine Dreads von der ganzen Wascherei auch wieder repariert. Und wie ihr sehen könnt, die Reparaturstellen sind blond. Aber irgendwie habe ich jetzt so zuckerstangenfarbene Haare. Ich war gestern übelst verzweifelt. Ich hatte ja angefangen, mir die Farbe aus den Haaren zu ziehen und das Zeug stinkt wie Sau. Wirklich ekelhaft. Das riecht wie Katzenpisse oder so, obwohl da drauf steht, dass da kein Ammoniak drin ist. Aber es hat echt mega krass, übelst krass gerochen und dann habe ich das auch eine Stunde drauf gelassen. Wasch das aus. Und das Ergebnis war scheiße. Richtig scheiße. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal so ergangen ist, dass er sich die Haare versaut hat. Für mich war das gestern jedenfalls der krasseste Nervenzusammenbruch seit langem. Ich war richtig, richtig verzweifelt. Ich habe mich kaum getraut, zum Rossmann zu gehen, weil es einfach so scheiße aussah. Und ich wollte ja gestern auch weg. Ich bin gestern auch weggegangen. Glücklicherweise habe ich gestern die neue Freundin, die zweite Freundin von meinem Freund Ricky kennengelernt und die kennt sich mit Haaren aus und dann habe ich ihr mein Leid geklagt mit Fotos und einer Sprachnachricht und so, ja, ich bin zwar nicht gut drauf, aber hilf mir und ich lerne dich heute auch zuerst mal kennen und sie war halt total süß und lieb und hat halt gesagt, ja, kannst du ruhig machen, mache ich nur Blondierung drauf. Alles wird gut. Und die Blondierung, die ich benutzt habe, ist auch nicht so eine krasse gewesen. Also ich habe hier nur den Intensivaufheller genommen, aber nicht den oberkrassen Aufheller. Und ich finde es trotzdem ganz nett. Natürlich, man muss da jetzt vielleicht nochmal ran und das nochmal irgendwie verbessern. Aber fürs Erste bin ich jetzt wieder blond. Wer hätte das gedacht? Ich wollte es gar nicht. Ich dachte eigentlich, ich komme so auf Karamellbraun, irgendwas Hellbraunes raus, aber nein, ich soll wohl blond sein. Gut, wenn das Universum mich blond möchte, dann bin ich halt wieder blond. Und es tut mir sehr leid wegen dem Licht. Ich
bemühe mich. Ich habe halt gerade kein Artificial Licht und muss mit Tageslicht filmen und habe hier noch ein paar Lampen rumstehen. Die habe ich einfach so mal angemacht, weil wegen Licht halt, ne? Warum das so ist, erzähle ich euch in einem anderen Video. Bis dahin, gehabt euch wohl, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir richtig gut gefallen hat. Und wenn es dir noch besser als das gefallen hat, leite es bitte an alle deine Freunde weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail, um keine weiteren meiner grandiosen Videos zu verpassen. Abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir Sonne im Herzen.